Der Eiffelturm träumt von einer Reise durch Frankreich. La Tour Eiffel rêve d'un voyage à travers la France. In unserem Nachbarland Frankreich steht in Paris der Eiffelturm. Er ist sehr bekannt und Menschen aus aller Welt besuchen ihn in Paris. Der Eiffelturm träumt davon, einmal mit dem Fahrrad durch Frankreich zu reisen. Er will eine Tour de France machen. Um eine Reise zu machen, braucht er ein Fahrrad und Velo. Etwas zu essen, quelque chose à manger, ein Baguette. Etwas zu trinken, quelque chose à boire, Wasser, l'eau. Zuerst fährt er nach Nantes. Dort macht er eine kleine Pause und kauft sich in einer Bäckerei, une boulangerie, ein Butterbiscuit, un biscuit beurre. Dann geht es weiter nach Bordeaux. Weil der Eiffelturm großen Durst hat, kauft er sich eine Orangina, eine feine Orangenlimonade. Nun möchte er noch das Meer sehen und radelt nach Marseille. Weil der Eiffelturm schon wieder Hunger hat, bestellt er sich in einem Restaurant eine Bouillabaisse, eine Fischsuppe. Er hat schon viel von der schönen Stadt Lyon gehört und macht sich sofort auf den Weg. Hier findet er einen frischen Käse für sein Baguette à fromage frais. Und weiter geht's. Über Dijon, wo er sich noch leckeren Senf, Zwiebeltart, Delicier für sein Baguette mit Käse kauft, fährt er zurück nach Paris. Als der Eiffelturm und seine Traum erwächst, ist er glücklich und zufrieden. Il est heureux et satisfait.